Herzlich willkommen in der Willy-Brandt-Gesamtschule. Unsere Schule bietet viele Möglichkeiten, jedoch gibt es ein paar Probleme, die behoben werden müssen. Das ist unsere Unterstufe. Diese würden wir sehr gerne barrierefrei für Rollstuhlfahrer einrichten. Hier ist es übersät mit Treppen und leider nur mit Treppen. Nur mit Treppen erreicht man die Fachräume oder durch einen vorhandenen Fahrstuhlschacht, der leider noch zugemauert ist. Auch die Klassenräume sind nicht ohne Hindernis zu erreichen. Genau wie unser Schulhof. Wäre es nicht schön, wenn Treppen für einen Rollstuhlfahrer auch kein Hindernis mehr wären? Das hier ist unsere Oberstufe. Wir haben bereits erfolgreich kleinere Dinge verändert. Jedoch gibt es noch große Mängel, die den Schulalltag beeinträchtigen. Zum einen fehlen uns auf dem Schulhof immer noch Sitzmöglichkeiten. Und zum anderen sind Treppen für Menschen mit Handicap immer noch ein großes Hindernis. Selbst hier ist es nicht möglich, den Kunst- oder Musikraum barrierefrei zu erreichen. Außerdem hindern im Hauptgebäude wieder Treppen daran, zu den Fachräumen sowie zum Sekretariat zu kommen. Hier ist es uns gelungen, einen Aufenthaltsraum aus einem alten, nicht mehr genutzten Klassenraum zu gestalten. Jedoch haben körperlich gehinderte Menschen nichts von dem Erfolg, da der Raum nur durch Treppen zu erreichen ist. Leider ist unsere Sporthalle auch nicht ohne Hindernisse erreichbar. Dazu kommt, dass unsere Ausstattung für den Sportunterricht unvollständig und wirklich abgenutzt ist. Zum Beispiel fehlen Badminton- und Tischtennisschläger sowie deren Bälle, genau wie Handbälle und auch Volleybälle. Der Neubau, in dem viel Unterricht stattfindet, weist ebenfalls Treppen auf, genau wie eine sehr schwere Tür, die ein Rollstuhlfahrer von alleine nicht aufbekommt. Die letzten Hindernisse sind Schlaglöcher. Sie erschweren den Weg zum Unterricht. All diese nötigen Veränderungen würden uns eine erfolgreiche Inklusion ermöglichen.
dazu brauchen wir aber noch Hilfe.